gucken, was passiert. Und? Es leuchtet. Was? Hä? Feuerwerk? Hä? Was? Die. Hä? Wie, was, wer? Oh mein Gott! Ja! Ich hab hier ein bisschen Party hier gestern eingeladen. Ich merk's auch gerade. Day 2. Und so, sag ich wieder mal ein Servus zusammen. Schön, dass ihr wieder zurückschaut. Zurückschaut? Ja. Ich sollte nicht zwei Folgen auf einmal aufnehmen, weil ich dann die Karten verliere. Wir waren hart aktiv in der letzten Folge. Oh ja. Wir haben ja das erste Stockwerk von Dungeon hier gemacht. Ich glaube, nachher muss ich noch einen Tab-Nail machen oder von außen den Dungeon machen. Genau, das mache ich dann so. Aber jetzt habe ich vor lauter Quasseln meine Berichtung vergessen. Und ich wollte nämlich sagen, ja, zusammen, du. Nächsten Folge der deutschen Erkundung, wir gehen ins zweite Stockwerk. Mal schauen, wie lange wir diesmal machen. Wieder mit wann war. Und ja, wir gehen mal runter. Jo. Was er uns erwartet. Hast du Schaufel? Ich hab natürlich meine Superschaufel. Und ich schlag dich erstmal mit meiner Schaufel. Die Schaufel in den Hintern. Ist natürlich extra gewesen. Ja, du kriegst von mir die Schaufel in den Hintern. Ja, aber absolut. Ich nehme mir eine Mur, wo gehen wir lang? Oh, ich weiß nicht, hier hinten sieht es am sichersten aus. Seid ihr mal nicht so sicher? Was ist denn da? Da ist wieder ein Spawner. Ja, du sagst, du willst hier lang, also gehen wir hier lang. Ich könnte eigentlich mal. Ich habe ja jetzt ein bisschen mehr Fackeln. Hast du Fackeln? Vorsicht, Besuch. Oh, der hat eine Dia-Axt. Okay. Mensch. Dann haben wir hier Zinn-Ingots. Protection 1. Wolltest du die Schießpulver? Ja, das würde ich nehmen. Aua. Da kommt Besuch. Ach du Scheiße. Ja, wir sind hier immer noch bei der Tragedie-Schlucht. Das ist scheiße, scheiße, scheiße zum Erkunden. Und nein, ich ziehe nicht. Ich kann oh mein Gott! Was ist bei dir hinten los? Ich wurde einfach angegriffen. Hey, du hast deine Lederkapuze. Habe ich das? Ja, willst du die haben? Nö, ich habe nur gesehen, dass es eine Verzauberung ist. Ne, die war nicht mal verzaubert, die war einfach nur gefärbt. Okay. Kannst du mal hier spawnen aus? Danke. Bitte. Bücher? Oh ja, Bücherregal brauchen wir aber mittlerweile ja eigentlich auch nicht mehr. Vielleicht ist das ein versteckter Raum? Gucken. Nö, sind nur Bücher. Hier ist nichts, hier geht es einfach nur in eine Höhle. Oh. Ich meine, ich könnte jetzt das Relierlorit mitnehmen, aber ich habe nicht so den Yellorit-Bedarf. Darf ich noch verbrennen? ja. Kiste haben wir gemacht. Ah, da hinten geht's weiter. Ah, warum schleichen Eissteck YOLO? Ich hab keine super Rüstung, mit der ich so. Ach, genau. Ich hab nicht mal einen Helm und einen. Au! Nicht. Ja, was wollt ist eigentlich noch nicht ins nächste Stockwerk? Oh. Ja, also ich wusste ja aus Erfahrung, dass das hier etwas schwierig ist. Es sind ja viele Spawner hier. Aber sobald wir eine Portal Gun haben, können wir die theoretisch alle mitnehmen. Hi. Jetzt sind wir hier unfreiwillig im nächsten Stockwerk. Das ist natürlich super. Ach du Scheiße, wir sind in der Oh mein Gott, ich bin im nächsten Stockwerk! Hilfe! Ich bin nochmal im nächsten Stockwerk! Scheiße, ich habe ein Leben nur noch!
Ich hab grad den Avatar von Zombies. Ich hab mich gerade in ein Loch reingraben müssen. Alter Junge, was ist das denn? Ja, ich wusste, dass es schwer wird, aber dass ich gerade jetzt mal so extrem hier komme. Aua. Ich sehe gleich, dass da jemand sterben wird. Ja, ich sterbe auch gleich, weil ihr so viele von diesen Scheißviechern seht. Aua. Ey, Leute, was ist denn hier falsch? Alter Schwede. Und vor allem, ich hatte mein Ersatzbierschwert dabei, natürlich. Super. Oh, super gemacht. Leute, dieses... ich krieg die Krise hier. Aber echt, ey. Ich wusste, dass es schwer wird, aber... Das ist nicht so ab... Ja, damit rechnet man. Also mit sowas rechnet man doch nicht. Alter Schwede. Das kann nicht wahr sein. Du jetzt einfach mal Seite auf, Gang Richtung... So, jetzt ist die Frage, wie lange dauert das, bis du bei mir bist, ne? Kommt drauf an, mit oder ohne mein Zeug? Ja, mit Zeug wäre halt schon besser, ne? Ohne mich zu verteidigen können, ist das ziemlich bescheuert. Ja. Sag mal, war hier nicht irgendwo ein Schwert rumgelegen in einer der Kisten? Stimmt, dafür ist das jetzt natürlich ganz gut. So, nehme ich extra das Sharpness-Schwert mit. Na komm her. Boah, ich bin auf eine Druckplatte getreten. Ich dachte jetzt, es wäre super gefährlich, aber es war halt harmlos. Oh, da hast du aber Glück gehabt. Ja. Denn ich weiß aus Erfahrung, ich kriege Druckplatten da. Ist es nicht so ungefährlich? Gibt mal ein schönes Loch. Und ja, ich glaube, ich bin hier gerade am Schreien. Weil ich hier die Krise kriege, den ganzen Zeug. Also, von daher, Leute, nicht wundern, ich bin nur laut. Oh, hier sind drei Druckplatten, die sehen aber gefährlich aus. Okay. Ah, das ist ein Werfer, ein Dispenser, wo Pfeile dann rauskommen. Und ein TNT. Oh. Ja, gut, das TNT habe ich mir mal gegrabt. Mhm. Ah, ich sehe schon deinen Namen. Ja, ich habe gerade ein anderes Problem. Aua. Ich würde sagen, ich fange nochmal von vorne an. Oh. Das will ich jetzt auch sagen. Katastrophe. Ja. Zum Glück habe ich hier oben meinen Spawn. Ich hätte keine Ziel, jetzt mal hinzulaufen. Ja, ja, das glaube ich wohl auch. An. Es ist halt wirklich blöde, dass ich da drauf geachtet habe, mir genug Ersatzwaffen zu nehmen. Oh fuck! Was? Ja. Was? Ich hab. Irgendein Zombie hat hier einen Wither-Effekt auf seinen Pfeil gehabt. Alter, was? Was? Jo. Alles klar. Oh mein Gott. Dann ist aber noch ein Zombie einfach, der da runterfällt. Ja. Also, ich glaube, ich habe dich vorgewarnt, dass es schwierig wird. Ja, aber so habe ich jetzt auch nicht errechnet. jetzt komme ich hier nicht rein! Jetzt. Ist hart, also ja. Also es ist nicht ohne, muss man halt so sagen. Und das sind halt wirklich nur Standard-Mobs, ne? Ja, aber es ist halt auch ein Mass dafür. Ja, ja, klar. Vor allem, weil überall einfach irgendwelche Spawner sind, ne? Ja, und vor allem, da wo wir vorhin waren, ne? Das wo ich Gruft genannt habe. Ja. Da sind sehr viele Spawner drin. Uff. Und die muss man dann immer erst finden und so und dann ausschalten und. Ja, vor allem du musst halt wirklich genügend Fackeln dabei haben, ne? Das ist auch wieder das Problem daran, genau. So, wo sind wir eigentlich denn ins nächste Stockwerk gefallen, weißt du? Na, das weiß ich nicht. Notfalls kannst du dich ja irgendwo, aber irgendwie sieht das hier gut aus, wo du gerade bist. Auch wieder einer, Alter. Ich weiß halt wirklich nicht. Wo bin ich überhaupt verreckt? Verdammte Scheiße. Da ziehe ich, Zombie.
Mann, ich schlag hier mit einem Holzschwert. Das kann doch nicht wahr sein. Vor allem, es gibt kein Ende mit diesen scheiß Zombies. Aber zum Glück hab ich diesen... Zum Glück habe ich echt diesen Bogen. Das wäre sonst echt... Ja, ich habe gerade eher das Problem, ich komme hier nicht weiter, weil die Zombies mir den Weg blockieren. Ja. Aber ich habe gerade gesehen, da hat jemand eine Rüstung fallen lassen. Muss ich mir natürlich gleich mal schnabulieren, wenn ich zu dir zum scheiß Zombie komme. Ah, ihr wollt mich doch verarschen. Müsste ich ja mal auch was anziehen. Warte, musste man nur auf den Spawner, Alter, eine Diamantbrustpanzer. Musste man nur auf den Spawner das Ding legen oder die Fackel? Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, aber ich dachte eigentlich mehr. Ich meine auch, ne? Vier drumherum und dann ein da drauf. Ja, aber sicher bin ich halt nett. Ja. Und wie gesagt, unser Hauptproblem ist jetzt momentan einfach, wir haben. Aber. Unser Hauptproblem ist gerade einfach, wir haben zu wenig Fackeln dabei. Ja, ja, eindeutig. Damit habe ich halt einfach nicht gerechnet, dass es gleich so derart ausrastet. Mhm. Na toll, mein Schwert ist kaputt. Ich könnte einen Amboss jetzt gerade gebrauchen, um meine ganzen Sachen mal zu reparieren, weil ich habe jetzt genügend Ersatzdinger, klar, aber... Toll, du musst mit meiner Axt draufschlagen auf die Zombies. Und die nehmen natürlich kein Ende. Boah, guck mal, ich habe hier so ein richtig schönes Gefängnis. Die sind irgendwie alle hinter so Eisengittern, so 5 Zombies oder so. Das tut gut, die sind gleich wieder tot. Aua. Stimmt. Mann! Eine Lederhose brauche ich nicht. Und dieses Feuerwerk hört einfach nicht auf. Ja, aber echt, das ist aber wirklich nervig. Kannst du vielleicht einen Bescheid? Also, ja, wenn ich wüsste, wo der wäre. Ja gut, da hab ich einfach euch. Bin schneller wieder dort. Also wenn du den Schalter findest, dann ja. Mein Problem ist eigentlich eher. Warte mal. Der Schalter war hier. So, Klappe bitte. Ist es vorbei? Ist es wirklich vorbei? Ja. Och nö. Ich hab keine Waffe, du Scheißviech. Kannst du mich nicht in Ruhe lassen? Komm, wir spielen Verstecken. Ich konnte den Dungeon mal in der Zeit ein bisschen weiter. Oh, ich nehme Kohle mit auf jeden Fall, natürlich. Ja. Kohle brauchen wir hier halt genug. Ja, ja, klar. Aua. Das hat weh. Ich habe auch bald wieder Level 30. Das ist eigentlich nicht schlecht, weil wenn ich den... Du hast ja den Amboss, ne? Wieder bald, oder? Bald? Ja. Oh, nö. Ernsthaft. Ich glaube, wenn jemand sich hier das Video anguckt, dann kann er ja mal mitzählen, wie oft ich hier verrecke, bis ich mal überhaupt mit meinem Scheißzeug herangekommen bin. Ja, vor allem weißt du denn noch, wo du gestorben bist? Weil der Todespunkt ist natürlich jetzt weg. Doch, ich weiß, wo es war. In der Gruppe. Ja? Also in der Nähe von der Gruppe. Ja gut, in der Nähe ist natürlich ein großer Bereich. Jetzt habe ich irgendwas noch explodieren hören. Ja, Teleport Creeper. Ja, sure. Oh. Ich bin wieder oben an der Oberfläche. Oh. Leute. Oh mein Gott. Ja, ein Zombie, der mich mit einer Spinne angreift, jetzt auch noch. Bitte was? Mit einer Spinne, mit einer Schere, natürlich. Ja, mit der Spinne, ja, genau. Spinne. Alter, jetzt kommen hier noch mehr Zombies, ey, das ist doch unfassbar. Das sind echt viele. Und bereust du meinen Vorschlag? Alter, eigentlich nicht. Eigentlich ja nicht. Oh, nee. Kommt einer mit Goldschwert. Ich hab nur keine Waffe. Okay, ich bin tot. Alles klar. Ja. Vielleicht irgendwo. Aua. Ja. Ich hätte gerne irgendwie mal. So, ich hab mir jetzt mal vorsichtshalber übrigens so als Tipp einen Punkt gesetzt. Wo
also quasi neben meinem Todespunkt, dass ich, falls ich nochmal sterbe, ne, verstehst? So wie ich gerade. Ja, ja, das ist es. Oh, und du kannst halt mit der Faust, kannst du halt noch weniger, machst ja gar keinen Schaden. Ah. Ja, und jetzt ist hier noch ein Skelett. Da ist wieder. Ich bin gleich nochmal tot, ich bin gleich nochmal tot, ich bin gleich nochmal tot. Hä? WTF? Alter, ist wieder. Ei! Weil ich bin halt jetzt in einer total harmlosen Ebene gestorben. Eigentlich, wo halt nichts ist. Aber wir, da wir gar kein Schwert haben. Oh. Hast du irgendwas gerade? Eine Faust. Ja. Naja, gemeinsam kriegen wir das hin. Ja, so viel zu meinen Level 30 auch, die ich fast hatte. Oh, Hilfe. Ja, aber das Feuerwerk ist weg. Stimmt. Ja, das habe ich ausgeschalten. Au. Kannst du... Hier, der hat ein Schwert, der Zombie. Oh, nee. Ach, der hat das... Das kann doch nicht sein! Ach, fick doch die Henne! Ich würde fast vorschlagen, da ja Uesi gerade den Vorschlag gemacht hat, dass er uns helfen möchte, wir... Ja, gut, ich vergieße. Ja, bring mich um. Dann... Wo bist denn du gerade? Ich bin gerade bei einem meiner Gräber. Achso. Also das ist nur, natürlich nur ein Kopf von mir drin. Alter! Guck mal bitte nach oben. Ja, ich versuch's! Ja, super Folge. Wir haben alles erreicht, was wir wollten. Nämlich, wir sind verreckt, haben unser Zeug verloren. Ja, einfach, das war einfach die totale Ausfallfolge. Wir waren wirklich scheiße. Ja. Von daher würde ich sagen, wir holen uns noch Unterstützung und fragen mal, ob er mit uns aufnimmt. Von daher würde ich sagen, wir machen den Cut und sehen uns dann gleich wieder, hoffentlich mit unserer Unterstützung. Und von daher sage ich fürs Erste, ja, bin nicht sicher, ob ich so oft unsere Tode sehen will. Naja, auf jeden Fall, bis gleich dann. Bis später. Ciao.